Namen von einer Comicfigur, nämlich von Beleuchter Otto, der früher im Heft die interessanten Begebenheiten aus dem Showbusiness kommentierte. Ende der 60er Jahre war dann Winnetou voll im Trend und dann bekam der Liebe seinen Indianer-Look, so sieht er heute noch aus. Dieses Mal haben als beste Band wieder die Backstreet Boys diesen Indianer-Beleuchter gewonnen und Bravo-Leserin Nadine hatte die Ehre, ihnen diesen in Florida zu überreichen. Das schauen wir uns jetzt an. Thunderdome Arena, Tampa, Florida. Amerika im Backstreet Boys Fieber. Über 3000 Fans kamen, um die fünf Jungs live zu erleben. Vor dem Konzert hatten zahlreiche amerikanische Fans bereits das große Glück, ihre Stars zu treffen. Doch nicht nur Amerikaner waren vor Ort. Bravo-Traumtreff-Gewinnerin Nadine hatte die Ehre, Kevin, AJ, Brian, Nick und Howie den goldenen Otto als beste Band 1997 zu überreichen. Dieser Preis ist etwas ganz Besonderes für uns, weil er aus Deutschland kommt. Die Fans lieben uns dort ganz stark, obwohl wir im letzten Jahr leider nicht so viel Zeit für sie hatten, wie wir gerne gehabt hätten. Und der Bravo Otto zeigt, wie sehr unsere Fans zu uns halten. Unsere US-Show ist ähnlich wie die, die wir in Deutschland zeigten, nur ein bisschen kleiner. Das liegt daran, dass die deutschen Fans uns mehr lieben als die amerikanischen. Zumindest momentan ist das noch so. Etwas weniger Publikum also, aber im Prinzip die gleiche Show zum gleichen Album. Traumtreffgewinnerin Nadine glaubte zu träumen, als Kevin bekannt gab, dass die Backstreet Boys für den nächsten Song drei Freiwillige aus dem Publikum benötigen und sie von Nick auf die Bühne geholt wurde. Vor zwei Jahren war ich schon mal auf einem Konzert und ich habe das gesehen, habe auch immer gehofft, dass ich mal auf die Bühne durfte und mittanzen und jetzt ist endlich wahr geworden, dass ich hoch durfte, ja. Dass ich da jetzt auf die Bühne durfte und ich habe am ganzen Körper gezittert. Es war wundervoll. Für großen Wirbel sorgte kurz nach Abschluss der US-Tour die Meldung, dass Brian ein Loch in seinem Herzen habe. Im Mai wird er sich einer Operation unterziehen müssen, die jedoch nicht lebensbedrohlich sein wird. Die für März und April angesetzte Europatour kann wie geplant stattfinden. Brian freut sich darauf, mit den anderen Jungs auf der Bühne zu stehen. Es ist toll, durch die USA zu reisen und an Orten zu spielen, die wir kennen. Es ist immer toll, live zu spielen, egal vor welchem Publikum. Die Tatsache, dass die Leute kommen, um unsere Musik zu hören und uns singen zu sehen. Wir freuen uns immer wieder, die Fans zu sehen und wie sie sich freuen. Und genau darum geht es. Thanks, Bravo. Thank you.